als du in der Schule deine Freundin verteidigt hast, die sie fette Kuh nannten, haben sie dir Cola übers Kleid geschüttet. Und als du im Krankenhaus dem iranischen Hilfspfleger beigestanden hast, weil er Schwierigkeiten hatte bei der Medikamentierung, da haben sie unwirsch den Kopf geschüttelt. Und in den letzten Wochen, als du versucht hast, im Bekanntenkreis dafür zu werben, zur Wahl zu gehen, sich für Demokratie und Weltoffenheit einzusetzen, da hast du ganz schön was abhalten müssen. Deine Stimme bewirkt doch sowieso nichts, haben sie gesagt. Oder Christen sollten sich überhaupt nicht in Politik einmischen. Christsein ist nichts für Feiglinge. Es ist etwas für mutige Menschen, die das Leben gestalten wollen, die auf Gott vertrauen und die sich sicher sind, dass ihre Stimme etwas bewirkt für Hoffnung, Liebe und die Würde eines jeden Menschen, egal welcher Religion oder welcher Herkunft. Für mich ist Christsein tägliches Trainieren von Mut und Verantwortung. Übe es auch, gerade vor den Wahlen. Und dafür darf ich dich segnen. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und der heiligen, bewegenden, erfrischenden Geistkraft. Amen.